Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Light. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen was hier in den Alloy Furnace gehauen, weil ich noch ein paar Wafer und mit dem ein paar Solarpanel brauchte. Noch eigentlich zwei Stück. Eins, zwei. Das dritte haben wir, das müsste dann auch erstmal reichen. Und dann bräuchte ich noch... Habe ich noch Nikolita hinten? Das ist schon wieder alle. Ich will nämlich noch ein paar Alloy Ingots bauen, das heißt, ich brauche noch etwas Nikolit, wenn ich noch etwas habe. Ging jetzt ganz schön drüber her. Scheinbar ist es alle. Nicht so schön. Ja, sieht gerade so aus, als hätte ich jetzt keins mehr. Mist. Oben in der Dingsfarm wird sicher noch welche sein, aber ansonsten scheint es ja erstmal beendet zu sein in Sachen Nikolit. Okay, dann muss ich das ein bisschen anders bauen, als ich eigentlich wollte. Das kriege ich aber auch hin, kein Problem. Wohl, dann kann ich... Nee, ich lasse das jetzt noch oben geleitet. So, ich will ja hier die Solarpanel anschließen. Und diese Solarpanel schließe ich eben an mit den beiden hier noch so. Mache ich es halt so. Einmal hier. Einmal da. Und wenn ich die jetzt oben drauf schmeiße, müsste... Geht das? Nee, das geht nicht. Verdammt mich. Kann ich die so? Nein. Ich brauche also definitiv Nikolit. Verdammt. Na, dann muss ich wohl oder übel nochmal hier hoch. Es zählt nichts. Es zählt nichts. Es zählt ja nichts. Weil wenn es nichts zählt, zählt es nichts. Hier oben müsste ich noch welches haben. Ich hatte mir ja extra welches mit hochgenommen. Genau. Das ist nicht viel. Das heißt, ich muss bei Gelegenheit mal wieder welches suchen gehen. Vielleicht ist unten in den Kisten auch noch welches. Das wäre auch möglich. Habe ich ja nicht nachgeguckt. Wop. Gehen wir erstmal hier hinter, hauen das Nikolit rein und da baue ich dann das eine Solarpanel mal wieder ab, weil das so eigentlich verkehrt ist. Und dann kann ich ja hinten mal vorher gucken, in der nächsten Folge mal wieder ein bisschen was Richtiges bauen. Ein bisschen mit Holz bauen und so, wäre ja auch mal was. Diese Wafer nehme ich erstmal raus und haue dafür das Silber rein und das Ingot und gehe mal pennen, weil draußen ist dunkel. Dunkel ist schlecht. Ich weiß, ich mache mir hier viel mehr Umstände, als ich eigentlich müsste im Moment, aber es schadet nicht. Ich will das ja auch so haben und so weiter und so fort. In der letzten Folge, wie gesagt, ist das alles nur immer noch für den Mess Fabricator zum Zusammenbauen. Und in der letzten Folge hat es halt nicht ganz so, oder in den letzten beiden Folgen, hat es halt nicht alles ganz so funktioniert, wie ich sollte. Man braucht halt immer viel Zeug. Man braucht halt immer ein bisschen was. Man muss es halt immer bauen. Ich habe keine Axt mit oder was? Es geht wahrscheinlich mit einer Axt am besten. Jawohl. Netterweise fliegt das auch nicht auseinander wie das andere. Dann mache ich die beiden hier wieder weg. Plop, plop. Und gucke mal, ob das reicht, wenn ich... ich muss wahrscheinlich noch eins hoch. Habe ich die jetzt unten gelassen? Nein, da. Wollte gerade sagen, hier. Da. Das dahin. Und guck mal, ob das reicht. Oder muss ich das so machen? Vermutlich muss ich das so machen. Ja, genau so musste ich das machen. Die Solarpanels kommen eben hier hin. Kann ich ja schon mal anschließen. Hierhin. Nicht hierhin. Toll, toll. Hierhin. Hier, diese Solarpanels bleiben. Diese Solarpanels sind quasi für die Blue Energy. Welche jetzt auch gepflegt nach unten durchgeleitet ist. Und ich brauche hier oben erst einmal das da. Red Alloy Ingot. Genau. Jetzt brauche ich Wolle, glaube ich, ne? Wolle. Nee, einmal. Weil da gibt es nämlich auch solche normalen Kabel, die man an der Wand lang leiten kann. Und die brauche ich mit Wolle. Hellblau. Wo ich da? Nee. Ich will da nur die normalen Kabel. Muss ich mal gucken, ob das auch, ob es solche Kabel auch in unisoliert gibt. 1, 2, 3. Nein, gibt's nicht. Mist. Also einmal Wolle. Hm. Wo kriege ich jetzt Wolle her? Lalalalalala. Ich will jetzt nicht noch farmen gehen müssen. Ich warne euch. Macht mich nicht ärgerlich. So, Uranium brauche ich nicht. Ich kann ja mal draußen in die Mobfalle gucken, weil da müssten ja theoretisch auch einige Spinnenfäden rumliegen. Vorhin habe ich welche in den... was heißt vorhin? Also in eine, vor einigen Folgen habe ich welche in den Messfabricator geklatscht. Das war natürlich voll schlau. Wire, gucke ich mal, ob es hier, nee, wie hieß da das hier? Alloy. Alloy. Mit O.
finde ich hier. Hier, guck mal, diese Blue Alloy Wire brauche ich. Und dazu brauche ich, ja, ich sag's doch, Wolle, Mano. Also ich guck mal, ob ich draußen ein paar Fäden finde. Wenn nicht, muss ich halt wohl oder übel mal schnell noch ein paar Fäden suchen gehen. Wobei Fäden wahrscheinlich auch ganz selten hier kommen, weil die Spinnen ja nicht sterben so oft. Oh, 50. Na, das dürfte reichen. Okay, ein paar Spinnen sterben offensichtlich hier unten doch. Und ich nehme mal an, dass die Zombies die Fäden dann mit hochschleppen und die hier oben abliefern. Das ist ganz, ganz lieb. Das macht nicht jeder Zombie. So, guck mal, reicht das? Jawohl, das reicht für Wolle. Brauchen wir ein bisschen mehr, also machen wir es mal so. 11 Wolle. Das reicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und in der Mitte. Mist. Wo liegt's denn jetzt wieder? Mist. Wo habe ich jetzt die Blue Alloy Wire hingetan? Die Ingots. Man lässt auch immer die Hälfte liegen hier. Red Alloys. Nein. Hier. 1, 2, 3. Quatsch. 3. 1, 2, 3. So, jetzt aber 12 Stück. Damit komme ich locker 10 Mal hin. Diese Red Alloy Wire, ja, das reicht. Ewig und 3 Tage sozusagen. Hopp, wieder aufs Dach. Und dann muss ich die mal eben, ja, anbringen. Einmal hier und dann seht ihr, hier unten, das hat sich mit dem Kabel verbunden. Wunderbar, das hat sich mit dem Kabel verbunden, das hat sich mit dem Kabel verbunden. Und einmal hier runter. Treppe runter. Jetzt müsste theoretisch, wenn alles klappt, mein Transporter hier auch Strom kriegen. Ja, ihr seht schon, theoretisch reicht der noch nicht. Nanu? Warum reicht der nicht? Ist doch der Tag hell draußen. Bei unten hat er doch auch gereicht. Komm, steig an. Ich werde zur Sau. Wenn du mit drei Wire nicht reichst, ja. Langsam steigt er, langsam steigt er. Der muss in den gelben Bereich, um mindestens genug Strom zu haben fürs Arbeiten. Sinkt das wieder? Warum sinkst du? Du sollst nicht sinken. Erstes Gebot. Vielleicht muss ich dann... Ich hau noch ein paar Solarpanel dazu. So, komm. Wir haben ja noch diese Bowl und kein Nikolit mehr. Haben wir eigentlich? Ja, zwei Stück. Zwei Stück, das reicht ja voll toll weit. Was haben wir hier? Ah, hier. Ja, hier reicht es eventuell nochmal. Gut, einmal reicht es noch. Einmal reicht es noch. Gott sei Dank. Machen wir einfach ein viertes drauf. Dann müsste das aber endgültig klappen. Das wäre nicht sauer. So. Außen rumlaufen. Treppe rauf. Dass das manchmal nicht so klappt, wie es soll, finde ich ärgerlich. So, einmal hier hin. Und einmal so. Jetzt haben wir 4 angeschlossen. Also in meiner anderen Welt hatte ich nur 3 angeschlossen. Das hat locker funktioniert. Wahrscheinlich braucht er einfach nur genug Energie, um den Strom zu laden. Schauen wir mal. Jetzt mit 4. Ja, Strom ist da. Eindeutig. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass er hier was zum Raustransportieren hat. Oh, hat er wahrscheinlich schon gemacht, weil... Ja, hier ist leer. Also der funktioniert einwandfrei. Jetzt zumindest. Hier hat er 64 drin. Der füllt das jetzt alles auf. Irgendwann wird das hier... Da habt ihr gesehen? Der zutscht das hier raus. Und wenn ich jetzt hier noch andere anschließe, das ist der Plan, dann wird er das weiterhin rauszutschen. Und so will ich es haben. Hier, Scrapbox, einmal rein, einmal raus. Jetzt muss ich hier hinten nur noch was anschließen. Dazu muss ich erstmal das Inventar lernen. Weil ich einen Haufen Gemüse da habe, was ich nicht brauche. Das wäre einmal hier, Werkzeug, raus. Dann Mechanik. Mechanik, habe ich irgendwas Mechanikes. Die Furnace eventuell. Diese 2 Sägen können alle beide erstmal hier raus. Elektrik. Das ist elektrisch, das ist elektrisch. Das ist elektrisch. Kann man ja als elektrisch sehen, ne? Also ich sehe es so. So, Metalle gehen wir erstmal hier hin. Erstmal aufräumen. Erstmal klare Sachen schaffen. Und dann sehen wir weiter. Okay, das hätten wir. Dann fehlt jetzt ein Motor. Das heißt, ich brauche einen Kolben. Also wieder Mechanik. Dann ist die Mechanikkiste schon wieder leer. Mechanik. Weil ich habe, glaube ich, keinen Redstone-Motor mehr und ein bisschen Holz, glaube ich. Holz? Holz, Holz? Ja. Ich will das da drüben noch fertig kriegen. Wenn es denn dann fertig ist, können wir auch wieder was anderes mal machen. Also, keine Sorge, ich vergesse nicht, dass ich auch mal wieder was anderes machen soll und die ganze Zeit hier nicht nur rumeiern soll. Glas, habe ich hier oben noch Glas? Nein? Dann nehme ich mal diese mechanischen Sachen alle mit runter.
Ich gucke gerade, ob ich noch Holzziegeln habe irgendwo. Also Holzrohre, besser gesagt. Holztubes. Weil theoretisch müsste ich da auch noch einen Haufen von haben. Diese Tubes nehme ich mal mit runter. Die können auch in Mechanik einsortiert werden. Genau wie die Pflastersteine. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Das ist eigentlich Elektrik. Ist auch Elektrik. Pflastersteine. Und sonst sehe ich jetzt keine... die eisernen Transportrohre noch. Wooden muss ich mir wohl machen. Das hier... okay. Muss ich mir wohl Holztransportrohre machen. Das sollte aber kein Problem sein. Hier haben wir nochmal Pflasterstein. Nehme ich einfach das Holz hier mit. Hehe. Da bin ich gar nicht so. Einmal hinunter. Erstmal aussortieren. Das heißt, nein, erstmal bauen. Erstmal bauen. Erstmal bauen wir den Motor. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Ne, 2 brauche ich nur. Oder ne, brauche ich gar nicht. Die habe ich ja schon. Ich brauche nur Glas. 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 Einmal. Schön, wenn man alles beisammen hat. Das heißt, Glas in die Mitte. Oben war, glaube ich, so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das so stimmt jetzt. Werden wir gleich sehen. Ja, bestimmt ein Redstone-Motor. Ein Hebel dazu. Koppel habe ich da, genau. Okay. Ein Hebel dazu. Also einmal so. Zack. Habe ich 4 Stück. Ein paar mehr, als ich brauche. Holz habe ich jetzt auch ein bisschen mehr, als ich brauche. Hebel geht genau andersrum. Also einmal so. Dann hätten wir einen Hebel, um den Redstone-Motor zu betreiben. Und jetzt brauche ich noch... einmal Glas in die Mitte. Für die Wooden Pipes. Hopp. Hopp. Wunderbar. Da hätten wir 8 hölzerne Transportrohre. Das dahin, das dahin. Okay. Ein Transportrohr brauche ich eigentlich nur. Aber ein paar mehr schaden nie. So, hier unten kann ich nicht vorbei. Das heißt, ich muss das jetzt hier unten hier an der Seite anschließen. Hopp. Wunderbar. Mach hier unten mal stattdessen. So, so habe ich eigentlich noch. Die kann ich wieder zusammensetzen, denke ich mal. So, einmal. Und zweimal. Und gleich nochmal. Dann habe ich einen Brick. Schön, dass man die auch wieder zusammenbauen kann. Und den setze ich hier hinten hin. Und ja, ich brauche doch noch ein paar mehr. Oder mache ich das hier? Ne, ich mache das hier einfach so hier. Bin ich gar nicht so. So, zack, zack. Weil das hier kann man ja sehen. Und ich will nicht, dass man das... oder könnte man sehen eventuell. Und deswegen mache ich das lieber so. Hier, so. Hier kommt der Hebel rein. Hebel. Nicht Diamant. Hallo. Soll das... nein! Voll das Verkehrte aufgebaut. Mann, 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 Mann. Immer mit ihm hier. So, also das Diamantrohr gleich mal weg. Zack. Hebel. Und ja, das sieht man hier nicht. Hier wird das hingezimmert. Da oben drauf kommt die Redstone. Ja, der Redstone-Motor, nicht die Redstone-Motoren. Der fängt direkt an zu zippeln. Und zutscht dann, oder würde hier rauszutschen, wenn hier alles voll wäre. Zeige ich euch gleich. Hier mache ich erstmal hier zu. Und dann muss ich das, glaube ich, von unten einführen in den Messfabricator. Bin mir ziemlich sicher, dass das von unten war, weil ich das hier unten reinschmeißen muss. Das heißt, einmal hier nochmal aufgegraben. Mache ich das hier? Nein. Ne, doch, mache ich gleich hier. Hier mache ich auf. Das heißt, ich brauche aber auch hier wieder Manu. Ich muss mal kurz hoch. Ich muss mal ein bisschen Material holen. Es zählt nichts. Marble. Ich hatte noch irgendwo Marble Bricks. Wo habe ich die alle hingeschmissen? Ja, siehste. Müssen wir ja nichts verschwenden. Erstmal was essen, sehe ich gerade. Nicht, dass ich ja selber noch verhungere. Beim vor lauter Quatscherei hier. Hehe. Klapp, 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 klapp. Okay. Einmal hier ausgebaut, damit das auch wirklich vernünftig aussieht. Und dann buddeln wir uns hier quasi erstmal unten an den Messfabricator ran. Okay, einmal hier, einmal da. Und das mache ich mit. Golden habe ich keine. Steinerne habe ich. Diamant brauche ich nicht. Machen wir Pflaster, Steinerne. Ist Wurst. Oder nee, ich nehme Steinerne. Komm. Da habe ich aber nicht genug von, glaube ich. Ich nehme Pflaster, Steinerne. So. Immer hin und her. Ja, ja, ich weiß. Schlimm mit mir.
Da eins in die Mitte. Hopp, hopp. Na komm. Und einmal hoch. So. Pflaster, Steine, Transportrohre. Gesetzt. Jetzt muss ich hier nochmal gucken, ob das auch funktioniert. Hallo? Hallo? Geht du? Warum kann ich da nicht ran? Jetzt. Alles da. Ich nehme mal hier ein bisschen raus und fülle einmal hier komplett auf, damit das Rezept quasi gemacht werden kann. Und jetzt müsste theoretisch, ja, ihr seht, plopp, hat er einmal rausgezogen. Das Zeug wird hier durchtransportiert und dürfte dann im Mess Fabricator landen. Ich hoffe mal, das klappt. Wenn nicht, wäre das äußerst ärgerlich. Ja. Vielleicht mache ich auch hier wieder mit einer Voidpipe eine kleine Sicherung hin. Sicher ist sicher, wie ihr wisst. Voidpipe, Voidpipe, Voidpipe. Habe ich welche mit? Ja, habe ich auch mit. Mache ich auch. Mache ich auch. Hier hinten an die Seite. Sieht's keiner. So, jetzt müsste das Ding eigentlich hier rein oder eben rausploppen. Es war drin und steht jetzt hier der Amplifier. Das heißt, wenn der jetzt Strom erzeugt, würde, oder der Zeug erzeugt, würde das schneller gehen. Entsprechend hier mal ausbuddeln. So, ich benötige einmal das. Zack, zack. Nein, doch. Nein. Mache ich mit Sandstein hier. So. Einmal hier, Sandstein. Hier unten, da sieht man dann wieder was. Naja, gut, ist egal. Ich nehme das hier raus. Das raus. Das raus. Das, was man halt ein bisschen sehen kann, wird halt ein bisschen grob verkleidet. Sieht halt besser aus. Finde ich. Okay, der Rest dürfte eigentlich... Hier dürfte noch... Könnte man sehen, eventuell... Weißt du was? Ich habe doch genug von dem Zeug. Weg damit. Hopp. 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 Das Ding muss auch nochmal weg. Danke. Und da kommt dann wirklich eine Diapipe hin. Einmal Diamant. Zack. Nach oben ins Weiße brauche ich dann wieder so einen. Deshalb muss ich hier mal kurz aufbauen. Auch mal hier weg. Hopp. Mach selber mal noch so ein Teil hier. Einmal rausziehen bitte. Dankeschön. Einmal einsammeln. Danke. Das sind Steinerne. Ich brauche aber Pflastersteinern. Hin. Und diesen, der kommt ins Weiße rein. So, wunderbar. Damit wäre der verwurstet. Hier hinten, da wo diese Pipe ist, da kommt jetzt noch eine Void-Pipe ran. Kluck. Und damit wird halt, genau wie die anderen Sachen, wenn das Zeug hier mal rausploppt, das Zeug einfach weggehauen. Macht ja nichts, außer Strom verbraucht das hier nichts. So, klopp, ihr seht schon, wie das immer so schön rauszieht. Irgendwann, weil die Amplifier sehr schnell verbraten werden, je mehr Strom man hat, desto mehr braucht man, wird das hier nicht ausreichen. Da werde ich die Konstruktion eben entsprechend hier verlängern. Das heißt Recycler und Dings einfach hier hinten ran, lang gezogen. Und dann brauche ich hier aber das ganze Theater nicht mehr machen, weil das schon da ist. So, das ist das Wichtige. Jetzt gehe ich, denke ich, noch schnell das Zeug hier aussortieren. Und dann werden wir mal sehen, was wir in der nächsten Folge machen. Mal wieder ein bisschen was bauen vielleicht. Nicht nur einfach hier nur Maschinentechnik und so weiter und so fort. Das ist ja auch auf Dauer immer langweilig. Deshalb haben wir irgendwas Elektrisches. Das hier ist elektrisch. Die hier sind elektrisch. Und die Kabel hier erstmal raus. Das muss ich mal gucken, wo ich das denn tue. Gehört die eigentlich nicht her. Die Scrapbox übrigens, die kann man auch aufmachen. Und manchmal kriegt man das schönes Zeug raus. Zum Beispiel hier, wir bekommen jetzt eine Tin Can. Tin Can, Filt. Brauchen wir momentan noch nicht. Kann ich die essen? Nee, kann ich so nicht essen. Würde aber irgendwie schon gehen. Die muss ich oben raus transportieren. Jetzt machen wir erstmal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.